Moin Kai. Morgen Nino. Moin. Na, hi. Was geht ab? Ja, das Übliche, langweilige Artikel tippen und so. Mm. Mm-hmm. Aber sag mal, hast du Bock auf ein Boxenstopp-Video? Schon wieder eins? Ja. Zu was denn dieses Mal zur neuen Henry Ernst Actionfigur mit Originalgesichtsausdruck und roten Augen und Knüppel, oder was? Nee, der ist ja schon unboxed. Mhm. Mann! Ja, okay. Ja, zu was denn dann? Ja, ich habe hier von Activision was bekommen. Den kabellosen Top Shot Elite Jagdgewehr Controller mit Cabela's Dangerous Hunts 2011. Cool! Das wäre was, oder? Ja, und wo gibt's den? Keine Ahnung. Ich fürchte ja fast, meine Privatsekretärin hat wieder mal aufgeräumt und ich schätze, der ist in der Waffentruhe. Ja, dann checken wir die mal aus. Holen wir mal die Waffentruhe. So, Das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Nee, das ist er auch nicht. Auch nicht. Nee. Auch nicht. Nein? Auch nicht. Nein? Auch nicht. Auch nicht. Stehst du auf Spielzeugwaffen, Kai? Was, ich? Ja. Na, bitte. Nö. Das sind keine Spielzeuge. Ah. 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 Cabela's Dangerous Hunts 2011. Mit Top Shot Elite Controller. Wollen wir es auspacken? Packen wir es aus. Packen wir es aus. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal. Na, das ist ein Schuber. Festgeklebt. Achtung. Zack. Und. Zack. Würden Sie mal. Sehr gerne. Danke. So, und weiter geht's. Das geht hier auf. Ah, das ist das Spiel. Den Rest können wir eigentlich wegschmeißen direkt, oder? Also, ich Knarren hast du ja genug. Also, ja, eigentlich schon. Gut, was ist noch drin? Pack doch mal das Spiel aus. Ich pack mal das Spiel aus, ja. Kann ich mal die Schere haben, bitte? Oh, das wäre doch viel zu einfach, Mann. Sehr gerne. Ah. Ah. Anleitung, noch eine Anleitung. Anleitungen sind was für Memmen. Haha. Ich schätze mal, das kommt da rein. Mhm. Und das kommt da drauf. Hast du eigentlich gedient, Kai, oder warst du Zivi? Ich bin Nerfer. Ach so, okay. Ja. Das ist so diese dritte Gruppe, die bislang nur aus dir besteht, oder? Ah. Ja. Sehr schön, mit Rotlinse. Mhm, mhm. Also, Analogstick, Taste, noch zwei Tasten. Da ist eine Taste und ein Digi-Kreuz. Ganz schön überladen, oder? Und da sind noch Back und Start und der Xbox-Guide-Button. Ja, irgendwo müssen die Dinger ja hin. Und hier haben wir noch die Sensorbar. Ah, oh, Moment, das ist doch für die 360, oder? Ja. Wofür brauchen wir da eine Wii-Sensorleiste? Das weiß ich nicht. Hm, okay. Wir werden es herausfinden später im Praxistest. Und dann habe ich noch, ja, vier Batterien. Die mit dem Kupferkopf. Geil, oder? Sehr schön. Und nicht zu vergessen natürlich das Spiel. Denn ohne das bringt uns das hier alles gar nichts. Dangerous Hunters. Heißt es 2011, 2002? Zuerst mal heißt es Hans und nicht Hunters. Ja, tatsächlich. Hans. Hans, ja. Zu Deutsch der Dangerous Hans. Zu Deutsch der gefährliche Hans. Der gefährliche Hans. Ja. Oh. Ganz normal mit Booklet. Das ist, glaube ich, ein Sticker, der hier noch drin liegt. Tatsache. Boah, das ist ja der Hammer. Guck mal. Vielen Dank, Kai. Ja. So, das ist jetzt alles schön und gut, aber ich würde sagen, wir müssen uns das schon mal im Praxistest anschauen, oder? Wie das Ganze funktioniert. Silikagel. Kai. Ja? Praxistest? Nicht essen, wegwerfen. Gib's dem Ernst. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber ins Spielzimmer, oder? Absolut. Ja. Los geht's. So, wir sind jetzt im
Spielezimmer. Aber bevor ich jetzt Tiere abknall, möchte ich euch noch kurz den Packungstext vorlesen. Der ist nämlich fantastisch. Eine falsche Bewegung und der Jäger wird zum Gejagten. Begeben Sie sich auf ein weltweites Jagdabenteuer im ultimativen Überlebenskampf. Sie werden nach Afrika geschickt, um wilde Tiere aufzuspüren, die abgeschiedene Dörfer terrorisieren. Der Trip endet im Desaster. Ihr Vater ist tot und Sie sind in der afrikanischen Wildnis gestrandet. Im Angesicht mit den wildesten Tieren Afrikas sind Sie jetzt der Gejagte und kämpfen ums Überleben. Aber mit der Top Shot Elite haben Sie auf Ihrer Flucht volle Kontrolle über Ihre Waffen und Fähigkeiten. Und jetzt, Achtung, die Features. Rotlinsenfilter, um versteckte Hinweise und Raubtiere aufzuspüren. Hohoho, Hightech. Verstellbarer Hinterschaft für Spieler aller Größen. Beweglicher Vorderschaft für eine realistische Jagderfahrung. Ja, das wollen wir ja, oder? Treten Sie mit mehreren Controllern gegeneinander an oder spielen Sie gemeinsam im Koop-Modus. Weitere Gewehre sind separat erhältlich. Standard-Controller können ebenfalls verwendet werden. Aber Standard-Controller, das macht ja keinen Spaß. Los geht's. 2, 1, jagen! Pow, pow! Oh! Nein, er hat mich erwischt. Ist aber nur ein Kratzer. Ach, Dauerfeuer, wie geil. Das war's auch schon. Ja, ganz nett das Ding. Ist ein bisschen billig verarbeitet, also alles ein bisschen wackelig und windig, aber es funktioniert. Tatsächlich. Also, wenn man auf Jagdspiele steht, und das sollte man natürlich als Videospieler, Killerspiele sind immer gut, gar keine schlechte Anschaffung.